Lasst es euch schmecken. Es war einmal, weit weg von uns, ein glückliches Königreich. Morgens blühten da Rosen auf, weiß wie Schnee. Mittags fingen sie an, sich wie scheue Mädchen zu verfärben. Und abends funkelte jede von ihnen so purpurrot wie die untergehende Sonne. Und eine von ihnen war auch die Prinzessin, ein liebes und gütiges Mädchen. Dann kam dieser schreckliche Tag. Über den Rosenbeeten fauchte ein Feuerwind. In der Kutsche aus Gewitterwolken erschien der Zauberer, schrecklich und böse, und er wollte die weiße Blüte zur Frau nehmen. Doch die Prinzessin sagte nein. In dem Moment beschwor der Zauberer alle bösen Kräfte der Welt und hat das schöne Land verzaubert. Alle haben zugesehen und nichts gemacht dagegen. Was wollten sie denn machen, du Schlaukopf? Aber keine Kraft ist allmächtig. Darum kann sich die Prinzessin von Zeit zu Zeit auf den Weg begeben, um sich umzusehen auf der Welt, ob sie schon einer gefunden hat, der ihr helfen würde. Und es gab auch ein paar Verwegene, die für ihr Leben gern reich werden wollten und berühmt. Aber ans Ziel ist keiner von ihnen gekommen. Dem einen hat die Geduld gefehlt, dem anderen der Mut, dem dritten die Kräfte und allen zusammen fehlte das Wichtigste: ein gutes und selbstloses Herz. Und sie hat sich noch niemals zu uns verirrt? In unser Dorf? Das war ein Schlag. Genau über uns. Wer weiß, mein Junge. Vielleicht hat sie schon einen Blick hergeworfen. Vielleicht ist sie sogar hier. Andra! Andra, komm da weg! Komm weg! Der hätte dich totschlagen können, du Verrückter! Unter sich begraben! Ich könnte dich wirklich... Als wärst du nicht mal verstanden! Keine Angst, Vater. Ich bin noch ein Holzfäller. Geht ins Haus, Leute! Geht ins Haus! Ein wildgebrachtes Pferd ist ein böses Omen. Aber nicht zu waghalsig ist. Ob es nicht einfach leichtsinnig ist. Ihr habt inzwischen zwei Meister in eurem Holzfällergewerbe. Die Arbeit wird für euch eine wahre Freude. Wird sie, Großvater. Wird sie. Das Handwerk versteht er so wie ich. Und arbeiten kann er wie kein anderer. Er ist gutmütig und hilfsbereit. Sein Gefühl sagt ihm, dass ihm wahres Glück nur sicher ist, wenn er nicht nur an den eigenen Vorteil denkt. Nur eben, er kann sich nicht fürchten, stimmt's? Einen Angsthasen wünsche ich mir nicht, aber was zu viel ist, ist zu viel. Er stürzt sich in alles, ohne zu überlegen. Schick ihn doch in die Welt. Er wandert herum und erlebt etwas, trifft mal auf gute Menschen und mal auf böse. Vielleicht wird er dann erkennen, dass Angst nicht nur eine gewöhnliche menschliche Schwäche ist, für die man jemanden verspottet, sondern dass sie auch ein sehr guter Ratgeber ist. Dass sie die Starken und Mutigen noch stärker macht, indem sie sich nicht nur für sich selber fürchten. Was sagst du dazu, Ander? Willst du in die Welt gehen zur Probe? Ja. Ich setze hier schon gute 30 Jahre Leute über. Es ist nicht zu zählen, wie viele es schon waren. Aber dass sich jemand auf den Weg macht
und in die Welt geht, um das Fürchten zu lernen. Mein Vater hat's mir geraten. Da bin ich losgegangen. Deine Groschen hebt ihr auf, die wirst du noch benötigen. Auf der Welt muss man für alles bezahlen, auch für die Angst. Danke. Ich bin durch den Handel ein schönes Stück rumgekommen. Ich habe Leute getroffen, da würdest du dich wundern. Aber dass einer in die Welt geht, um zu lernen, wie man sich fürchtet, das habe ich noch nie gehört. Nicht mal in den Fuhrmannskneipen. Ich gebe dir Brief und Siegel noch nie. Wenn ich das zu Hause meiner Frau erzähle. Weißt du was? Du musst mitkommen, damit sie es mir glaubt. Du wirst mein Gast sein. 7 Tage werden wir essen und trinken. Und du wirst erzählen, wie das war. Wie dein Vater dich aus dem Haus gejagt hat. Ich bin aus tiefster Seele gut. Ich kann niemandem ein Härchen krümmen. Aber ich habe eine Schwäche. Ich krame gerne in Kaufmannswagen. Runter vom Bock, mein Lieber. Und aufgepasst. Die Groschen auf die eine Seite und den Imbiss auf die andere. Das Übrige besorgen wir selbst. Wir sind nämlich arbeitsam. Ja. Wenn du denkst, wir fürchten uns, dann wart nur, bis es prügelt. Wir sind 4, falls du das nicht selber merkst. Und wir konnten schon Erfolge erzielen im Angstmachen bei anderen hübschen Vögelchen als dir. Dann kann ich mich ja freuen. Dann bin ich vielleicht am Nachmittag schon wieder auf dem Heimweg. Das war ein Zufall. Nein. Das war ein Zufall. Oh, weg, verstehst du? Ja. Oh, bitte nicht. Oh, nein. Nein, nein, bitte nicht. Nicht mit dem Beil. Nein. Erbarme dich. Erbarme dich. Ich mach's nie wieder. Nie wieder. Nein. Au! Nein! So, jetzt noch ein und der Wald ist aufgeräumt. Meinst du etwa mich? Ich war nur zufällig bei Ihnen. Ja. Bitte, ich hab nicht mal was zum Schießen. Ich bin ein Wandersmann. Ich bin kein Schlechter. Halt! Du. Warte! Sie tun dir nichts mehr! Nimmt er mir auch noch mein Bündel mit? Das ist einer von den Starken. Doch er macht sich auf den Weg und weiß noch nicht, dass unsere liebe Welt voller Undank ist. Dass der, dem er selbst was Gutes tut, es ihm mit Bösem heimzahlt. Ich soll ein Räuber sein? Ein Wandersmann bin ich, der vielleicht manchmal ein bisschen daneben tritt. Außerdem war es doch was Gutes, dass wir den Kaufmann beklauen wollten.
Weißt du, mein Täubchen, wie viele Leute der in seinem Leben beklaut hat? Dem da vorn hat er auch sein Bündel mit Essen stibitzt. Ich schwör dir, dass er noch nicht weiß, wie es lang geht, dass ihn jeder Dummkopf reinlegt. Wenn er sich nicht so beeilen würde, könnte ich ihm sagen, ich bin Ferko. Überall bekannt, mit allen Wassern gewaschen, überall rumgekommen. Ferko, der Weltreisende. Und zu Fuß bewege ich mich nur vorwärts, weil ich jetzt eben nicht fahren will. Warte. Moment. Und wenn wir ihn mitnehmen, er hat Kraft und fürchtet sich nicht. Ich habe da viel mehr Verstand. Wir wären ein Paar, wie es sein muss. Dann komm. Was willst du mir da weismachen? Ich weiß nämlich besser Bescheid. Man geht in die Welt, um sein Glück zu finden. Und das Glück besteht in Geld. So ein Batzen Goldstücke. Oder lieber zwei. Das ist alles, was ich habe. Ich würde sagen, reichlich wenig. Ich habe schon mehr gesehen auf dem Haufen. Dafür kriegen wir nicht mal einen Teller Suppe. Warte, irgendwas lässt sich schon damit anfangen. Was wir zum Leben brauchen, das werden wir uns erarbeiten, wie jeder andere. Was ist? Etwa arbeiten? Hörst du das, Schwänzchen? Was denn sonst, mein Turteltäubchen? Du meinst, richtig, mit den Händen arbeiten. Was eingehandelt, Schwänzchen? Da sind wir wirklich auf einen komplett Verrückten reingefallen. Komm, beweg dich, Ferko. Essen gibt's erst nach der Arbeit. Wenn wir es verdienen. Meine armen Händchen, fast so arm wie ich. Ihr seid doch würdig für einen Palast, geschaffen, um Geld zu zählen. Ein Putenbrüstchen abzupulen oder ein Hühnerschenkelchen, um frisches, duftendes Brot zu brechen, euch in ein Samtjäckchen zu vergraben. Du wirst sehen, wie es dir schmeckt. Halt, halt. Das wirst du noch vertragen, mein Lieber. Du verdienst sogar drei Portionen. So fleißig warst du. Habe ich nicht recht? So ein Tüchtiger hat uns schon lange nicht mehr besucht. Hier, nimm noch ein bisschen. Danke. Und etwas anderes, ein wenig schmackhafteres, wäre bei euch nicht zu finden. Es muss ja nicht gerade ein Braten sein. Obwohl wir daran gewöhnt sind, stimmt's, mein Lieber? So ein Hühnchen oder vielleicht ein Täubchen. Es reichen noch ein, zwei Scheiben von frischem Brot. Ein paar Mohnkuchen. Aber schön mit Zucker bestreut. Was habt ihr? Auf den Feldern steht das Korn und muss nur gemäht werden. Und einen Steinwurf weg von ihr habt ihr eine Mühle wie eine Burg. Ihr wollt nicht arbeiten. So ist es. Nehmt euch ein Beispiel an uns beiden. Stimmt's, mein Freund? Du redest Dummheit, verspottest sie und machst sie schlecht. Warum? Du bist fremd und von ihren Sorgen hast du bis heute nichts gehört. Es sind gute Menschen, ehrlich und arbeitsam.
Sie wären auch gern stolz auf Ihre Arbeit, so wie ihr. Du bist in ein Land gekommen, mein Sohn, wo es nichts gibt als Angst. Wo sich alle fürchten. Da bin ich am richtigen Ort. Mein Vater hat mich in die Welt geschickt, damit ich das Fürchten lerne. Die Mühle hat sich wunderbar gedreht. Es genügte nur ein wenig Wind und sie malte Mehl. Für das ganze Dorf, für die ganze Umgebung. Bei ihrem Klappern hätte man singen mögen und tanzen. Bis eines Tages so um Mittag rum, sah man nichts mehr. So dunkel wurde es. Es kam ein Wind, auf dem Weg klapperten Hufeisen, ein Wagen ratterte. Bei der Mühle fuhr eine schwarze Kutsche vor. Ohne Kutscher, mit Pferden schwarz wie Kohle. Und gerade in diesem Moment sind die Flügel stehen geblieben und bewegten sich nicht mehr. Und aus dem Wind wurde ein solcher Sturm, dass ihm nicht mal die stärksten Tannen standhielten. Es gab ein paar Tollkühne, stark und mutig, die sich bis zur Mühle gewagt haben. Aber nicht einen von ihnen hat man je wiedergesehen. Beeil dich nicht so, mein Lieber. Denn von dort kam noch nie jemand zurück. Dann bin ich der Erste. Kaum habe ich dreimal gezwinkert, wird's Nacht. Finster wie im Ofen. Und wer weiß, ob's da ein Bett gibt. Hörst du? Der Morgen ist klüger als der Abend. Überstürze es nicht, wir haben Zeit. Da hast du was gemacht, Opa. Babbelst und verdrehst den Menschen den Kopf. Was? Sag wenigstens im Dorf Bescheid, sie möchten uns das Frühstück vorbereiten. Aber was Vernünftiges, verstehst du? Kein Hirsebrei. Falls wir den Morgen erleben. Dir nicht den Kopf verlieren. Dafür haben wir im Leben noch genug Zeit. Hey! Empfängt denn hier niemand die Gäste? Und bringt was auf den Tisch zur Begrüßung. Läufst du mir nicht weg. Ich hatte schon gehofft, ich lerne endlich das Fürchten. Und dass ich morgen Abend wieder zu Hause bin. Dabei bist du nur so ein aufgeblasener Mantel. Weiter nichts. Einfach Luft, nicht mal ein Gewitter. Wenn du wenigstens donnern würdest, an die dreimal.
Also aufmucken kannst du. Das muss ich zugeben. Nun zeig dich schon, du Mensch. Oder was du bist. Du warst zu viel. Das ist nicht bereut. Wie du meinst. Ferko hat recht gehabt. Der Morgen ist klüger als der Abend. Lass mich frei. Hörst du? Lass mich frei. Und ich werde dir deinen Übermut vielleicht vergeben. Ich habe eine bessere Idee. Morgen früh binde ich dich dort ans Rad an und wenn kein Wind kommt, musst du die Flügel selber rumdrehen. So werde ich einen Müller aus dir machen. Sei vernünftig und für einen Ferko hast du zu Tode erschreckt und wie er ins Dorf gerannt ist und sich abgehetzt hat. Das wirst du mir bezahlen. Nichts werde ich bezahlen. Wenn du mich freilässt, werde ich dir verraten, wo du dir mit deiner Kraft und deinem Mut großen Reichtum erwerben kannst. Und Ruhm. Und vielleicht auch Glück. Um mich geht es nicht. Aber diese Mühle lasst zufrieden. Meinetwegen. Sie soll wieder Mehl mahlen und keinen erschrecken. In diesen Karten ist ein Geheimnis. Finde es heraus. Und jetzt gib mich frei. Wenn du wirklich keine Angst hast und das verzauberte Königreich finden willst, in dem einst jeden Morgen die Rosen erblühten, weiß wie Schnee. Davon habe ich schon mal gehört. Dann gebe ich dir einen Rat, wie versprochen. Das darfst du nicht. Lauf dahin, wohin dich deine Füße tragen. Nur sieh dich vor, du musst immer die Sonne im Rücken haben, wo du auch bist. Merk dir das. Die Sonne immer im Rücken. Mehr darf ich dir jetzt nicht verraten. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Undra. Ich habe dir Deckung gegeben. Vergiss nicht. Die Sonne immer im Rücken. Mehr darf ich dir nicht sagen. Zu Undra. Nur keine Angst, mein Lieber. Ja, ja. Stimmt, ich hatte schon ein bisschen Angst, das ist wahr. Aber dann habe ich es der Bande bewiesen. Ein Schlag nach oben, ja. Nach unten, ein nach vorn, nach hinten. Undra hat sie mir zugereicht und ich? Aber wen? Was sehen? Wen hat er dir zugereicht? Wenn ich euch das sage, dann macht ihr euch vor Angst in die Hosen. Kuchen, Kinder, Kuchen. Undra, du Furchtloser, bleib doch hier bei uns. Weißt du was? Weißt du was? Wir machen dich zu Müller. Und du wirst ein reicher Mann. Such dir im Dorf ein Bräutchen aus. Zum Beispiel sie oder... Nein, nimm mich, Undra. Oh, nein, nicht so. Nein,
viele. Nicht so viele, doch nicht alle. Oh mein Gott. Das nennt man Undankbarkeit, Schwänzchen. Da setzt man für sie sein Leben aufs Spiel. Wenn ihr gesehen hättet, wie... Wartet doch. Es gefällt mir gut bei euch. Aber Vater hat mich nicht in die Welt geschickt, damit ich Müller werde. Ich habe ein Handwerk. Ich bin Holzfäller. Und außerdem... Du musst weiter, nicht? Mhm. Auch woanders wirst du erwartet und die Menschen brauchen deine Hilfe. In der Welt herrscht wohl eine große Ungerechtigkeit. Irgendwo. Irgendwo dort. Mach keinen Blödsinn, Freundchen. Du wirst Müller. Ja, ich helfe dir auch wieder. Zum Beispiel beim Geldzählen. Ach wo. Was ich suche, das ist was ganz anderes. Nimm den Rucksack mit. Und nimm auch das hier. Und viel Glück. Danke. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ein Schlag nach vorn, den nächsten nach hinten. Ja. Denk daran, die Sonne immer im Rücken. Warte auf mich, du großes Ungeheuer! Der Schlag soll ich treffen! Drei Tage laufe ich dir schon nach, esse nicht, schlafe nicht und du sitzt hier wie ein Fürst! Ich gehe ja schon wieder weiter. Sie haben mir angeboten zu bleiben. Aber stell dir mal die Unverschämtheit vor. Sie wollten, dass ich arbeite. Ich, dem sie ihre Freiheit verdanken. Naja, gemeinsam mit dir, damit du dich nicht ärgerst. Ich weiß. Er weiß alles. Ihr habt nur nicht kapiert, dass es nicht wichtig ist, mit viel Kraft was aufzubauen, sondern dabei zu sein, wenn verteilt wird. Falco! Hey, du Faultier! Es ist schon Tag! Ja, Frühstück. Wir müssen sparsam sein. Morgen willst du auch noch was. Also, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber in der Mühle geblieben und hätte sogar versucht zu arbeiten. Na komm! Nein, nein, auch nicht für einen Sack voll Gold. Wenn's zwei werden. Ist doch nichts dabei, Ferko. Du musst dir nur vorstellen, du gehst über eine Brücke.
Aber warum müssen wir dauernd gerade auf solchen Wegen gehen? Wo man auf keinen Wagen trifft, der einen mitnimmt. Wo man zu keinem Haus kommt, wo man was zu essen kriegt. Den Weg hast du dir selber ausgewählt, genau wie ich. Das ist es ja, was ich nicht begreife. Warum trifft es mich, der ich mit allen Wassern gewaschen bin, der sich überall auskennt wie kein anderer? Warum trifft es... Schon wieder muss ich alles ausbaden. Die Welt ist ungerecht. Ha! Was ist? Bist du jetzt mit der Welt zufrieden? Ja. Sie ist mir weggeflogen, die Ungetreue. Mein einziger wirklicher Freund. Allein wie eine Latte im Zaun bin ich jetzt. Kann mich nicht mal mehr unterhalten. Ist das vielleicht gerecht? Du, Andra. Ist schon gut. Wenn ich mal in Not bin, hilfst du mir. Du, Andra. Und dieser Schatz, nach dem wir suchen, ist der groß? Ist der es wert, sich so rumzuquälen? Natürlich. Er ist das Leben wert. Na, dann steh auf und komm, dass ihn uns nicht noch einer wegschnappt. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie soll man auf die Sonne achten, wenn sie hierher gar nicht scheint? Ich hab dich ja immer gewarnt, mit deinen Wegen. Lieber, ja? Damit es weg ist und ich nicht mehr daran denken muss, Schwänzchen. Ich weiß, er würde sagen, wir müssen an morgen denken. Aber ich sage wiederum, irgendwie war's, irgendwie wird's. Mal sehen, wer in Wahrheit recht behält. Doch schon gesehen. Sag mir, wer du bist. Mein Herz schlägt plötzlich wie eine Glocke mit Flügeln. Es ist schon größer als ich selbst. Ein einziges Wort nur. Wo kann ich dich finden? Wer bist du? Ja, schnell weg, Schwänzchen. Das ist nicht gut. Das hast du sauber hingekriegt. Falls hier irgendwo ein Weg war, den finden wir nie wieder. Und mit diesem Riesensturm hast du uns das letzte Buchtel weggeweht. Oh.
Ich wünsche einen fröhlichen guten Tag. Warten Sie, lassen Sie mich das machen. Es ist eine Arbeit für einen Mann und nicht für Sie. Gut, mein Sohn. Wie du willst. Haben wir nichts verloren, Schwänzchen. Hey. Yeah. Soll die halten. Na, und das Dach? Sie haben ja lauter Löcher drin. Wenn ein Regen kommt, dann löscht er Ihnen das Feuer im Ofen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich kann dir deine Hilfe nicht bezahlen, mein Junge. Man muss nicht immer nur für Geld arbeiten. Kann man sich doch mal so machen, einfach aus Freude. Das ist nicht von mir, Großmutter. Das sagt mein Vater. Dein Vater ist weise, mein Junge. Er müsste König sein. Ach, woher? Er ist der beste Holzfäller. Er spricht nicht viel. Aber wenn er mal was sagt, dann zählt das. Ehrenwort, mehr als ein Sack Dukaten. Dukaten? Dukaten? Wo sind Dukaten? Das kann ja wieder dauern. Und ich habe schon Blasen am Mund vor Hunger. So. Oh. In einem Punkt würde ich sie doch mal brauchen. Du suchst den Weg ins Königreich der Rosen und weißt nicht, wie es weitergeht. Ja. Die Sonne gibt dir keinen Rat. Sie scheint den ganzen Tag nicht herunter auf die Erde. In diesem Königreich blühen schon lange keine Rosen mehr. Von ihnen blieben nur noch Beete kalter Asche übrig. Überall kalter, schwarzer Tod. Dort erwartet dich nichts Gutes, glaub mir. Geh lieber wieder nach Hause zu deinem weisen Vater. Danke, Großmutter, aber damit ist mir nicht geholfen. Wenn Sie nichts Besseres wissen, dann helfe ich mir selbst. Warte, du Dekor. Du musst bergab gehen. Immer nur bergab. Eile nicht so, ruh dich aus vorher. Nimm Platz und stärke dich. Der Weg ist lang und schwerer als alles, was du erlebt hast. Wozu mich aufhalten? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und danke für den guten Rat. Ich gebe dir noch einen Rat, Ondra. Überlege, was du tust, sei bei allem auf der Hut und traue weder deinen Augen noch deinen Ohren. Wem dann? Der Stimme deines Herzens, der Glocke mit den Flügeln. Sie wird dir immer am besten raten. Komisch, mein Herz. Schlägt schon wieder. Und wenn ich zurückkomme, Großmutter, dann werde ich Ihnen ein hübsches neues Haus bauen, nach Fichtenholz duftend. Hoffentlich kommst du wirklich zurück. Lassen Sie ihn, mag er laufen, Babka. Wir haben eine Art Vertrag, wir beide. Nicht, Schwänzchen? Er ist fürs Arbeiten und ich fürs Quatschen.
Na, wollt ihr nicht abfallen? Ihr habt doch auf mich gewartet, nicht? Hier sind Leute. Herko, was machst du hier? Was? Wer gut schmiert, der gut fährt. Und mal auch auf dem Hintern. Komm. Was ist los? Ich wäre schon längst zurückgegangen. Irgendwohin. Einfach wieder unter Menschen. Aber dann habe ich mir gesagt, ich darf den Jungen nicht im Stich lassen. Er springt in alles rein, ohne nachzudenken. Also wird mein kluger Kopf doch noch gebraucht, zum Überlegen. Und außerdem, Ondra, wer würde dir helfen beim Goldstücke zählen? Wobei? Pass auf, Mann. Mein Bein ist mindestens gebrochen oder so. Verzeihung, das war mir ein Fall. Na sowas. Ich fress ein Wesen, wenn da nicht gebacken wird und geschmort. Und sie warten nur noch auf uns. Ich mich daheim hinterm Ofen und esse nur noch Erbsensuppe. Ich stecke nie mehr meine Nase aus. Auch nicht, wenn vor dem Fenster Goldstücke klimpern. Wenn es natürlich zwei Säcke voll Goldstücke wären. Ich habe beinahe das Gefühl, als ob das jemand mit Absicht macht. Bloß weg, mir gefällt es hier nicht ein bisschen. Mir auch nicht. Weißt du was? Ondra. Warte. Ich spür was. Thank you.
Wer bist du? Ich bin diejenige, nach der du suchst. Glaub nur deinem Herzen. Der Glocke mit den Flügeln. Aber warum klopft es nicht? Warum will es nicht wegfliegen wie damals? Bei der Quelle. So komm, gib mir deine Hand zur Begrüßung. Was stehst du so? Ich würde sie anders begrüßen. Hä? Nun komm. Worauf wartest du? Gib mir die Hand. Gib mir die Hand, Tollkühner. Noch wird der Augenblick kommen, wo dich dein Wagemut umbringt. Was hast du da wieder angestellt? Ehrlich, mit dir kann man verrückt werden. So viel noble Leute waren hier. So viel zu essen und zu trinken, dass sich mir der Kopf gedreht hat. Komm hier lang, Ferko. Jetzt haben wir Zeit. Ich komme dir nach, mein Freund. Erst muss ich mal die Mäuse zählen. Das Köpfchen ist auf Draht. Denken muss man. Denken, nicht immer nur mit dem Beil rumfuchteln. Undra! Wir sind geschiedene Leute. Mit dir gehe ich nirgendwo mehr hin. Und überhaupt, warum habe ich dich damals bloß getroffen? Hey, mein Freund. Kannst du mir sagen, wo ich hier bin? Es reichen ein, zwei Worte. Ich irre hier herum. Hey. Dann fahr wohl, trauriger Bruder. Viel hast du mir nicht geholfen. Allen zusammen einen guten Tag. Und jeden Tag nur das Beste. Hört ihr? Ich wünsche euch einen guten Tag. Von ihnen bekommst du keine Antwort. Es sind nur taube und stumme Belger. Morgen sind sie plötzlich da und keiner weiß woher. Um abends, wer weiß wohin, wieder zu verschwinden. Und so geht das hier Tag für Tag. Ein Jahr ums andere. Und wer bist du? Welcher Wind hat dich hierher geweht? Ein Verrückter? Ein Verführerischer? Ein Übergeschnappter? Ach, nimm lieber die Beine in die Hand und lauf schnell wieder weg. Ich würde es gern machen. Aber ich bring's nicht fertig. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich muss wohl hierbleiben. So wie die da. Und ich fürchte mich. Ich fürchte mich schrecklich. Ich habe vor Angst seit Jahren nicht mehr geschlafen. Na, da bin ich ja hier richtig. Aber erstmal knurrt mein Magen vor Hunger wie ein Wolf. Und vor Durst klebt mir schon fast die Zunge am Gaumen. Bring mir das Beste, was du hast. Ich kann zwar nicht bezahlen, aber ich werde es dafür ehrlich bei dir abarbeiten. Hahaha!
so ist es hier mit allem. Nichts will wachsen. Nichts gebären, nichts lebt. Und im Grunde stirbt auch nichts. Wasser gibt es nicht mal in den allertiefsten Brunnen. Und dabei war es einst ein Land voller Fröhlichkeit. Ein Land voller Rosen. Ja, ja. Morgens erblühten die Rosen weiß wie Schnee. Am Mittag verfärbten sie sich wie scheue Mädchen. Und am Abend... Und am Abend leuchteten sie purpurrot wie die Sonne. Wer weiß, wie es in Wirklichkeit war. Ich kann mich an die Sonne nicht mehr erinnern. Ich weiß nur von dieser Armut und der Not und von diesen Stummen, die immer mit denselben Karten spielen. Und wo kann ich sie finden? Versteht ihr mich? Wo finde ich sie? Gehen in die Richtung. Dieser Weg führt hoch zum Schloss. Da will ich ja gerade hin. Aber von dort ist noch nie jemand zurückgekommen. Dann bin ich der Erste. Was willst du da finden, du Verrückter? Ich suche die Rose. Am Morgen weiß, mittags wie ein scheues Mädchen und abends purpurrot wie die Sonne. Auch wenn du mir einen Batzen Gold bietest. Ein Batzen. Ein Sack voll Gold. Hat hier jemand was von Gold gesagt? Und gibt's hier viel? Da siehst du mal, Schwänzchen. Er redet immer nur von Freundschaft, Freundschaft. Unser Schatzsucher nimmt uns nicht mit. Du bist am Ziel, Undra. Diesmal darf er uns nicht überholen. Überlege noch einmal. Noch kannst du umkehren. Ich möchte meinen Vater nicht erleben, wenn ich nach Hause käme und mich nicht fürchten könnte.
sich fürchten lernen. Hier kann dich teuer zu stehen kommen. Die es bis jetzt wagten, haben es mit dem Leben bezahlt. Bist du standhaft, verspreche ich dir, dass du berühmt wirst. Und dass dich großer Reichtum erwartet. So groß, wie du ihn dir nicht vorstellen kannst. Aber wir bestimmt. Bloß, wo ist der? Wo steckt der Schwänzchen? Aber ich suche die Rose. Diesmal bin ich der Erste. Und dem Ersten gehört immer der größte Teil. Ferko, wo gehst du hin? Warte! Oh je, wie wird mir Schwänzchen? Dreh dich nicht um. Und bleib nicht stehen. Ein einziger Schritt zu viel. Ein einziger Schritt zu weit. Und dir wird weder deine Kraft mehr helfen, noch dein Mut. Wenn du eintrittst, darfst du über nichts verwundert sein und keine Fragen stellen. Denk daran. Du musst hier die ganze Nacht ausharren und bereite dich darauf vor, dass sie dir länger erscheinen wird als alle Tage und Nächte, die du bis jetzt gelebt hast. Du willst es wagen und weißt doch noch nichts. Denk daran, dreimal wird dich die böse Kraft versuchen, von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Sie wird versuchen, deinen Mut zu brechen. Du darfst dein Herz nicht verraten. Aus deinem Mund darf kein Angstschrei kommen. Nur so rettest du dein Leben und nicht nur deins. Wenn ich mich wundern dürfte, was mir nicht erlaubt ist, wäre ich verwundert über deine Schönheit. Dürfte ich etwas fragen, so würde ich wissen wollen, wer du bist. Thank you.
auf, Onkel. Steh auf. Ich hab trotzdem keine Angst. Ich gebe dir noch eine Chance, der du so verwegen bist. Nur ein paar Schritte und du bist frei. Also flieh. Lauf weg! Ondra, nur noch zwei Proben. War hier nicht eine Rose? Also habe ich nur geträumt. Probe.
Knie! Vorwärts auf die Knie! Vergiss sie! Und ich erwarne mich! Sei klug und nimm Vernunft an! Vergiss meine Prinzessin! Streich sie aus deinem Herzen und deinem Gedächtnis! Und ich schenke dir das Wertvollste! Ein Leben! Verstehst dich nicht zu entscheiden, Menschlein! Du wolltest dich messen mit mir, dem Mächtigsten. Warum wirst du in Stein verwandelt? Das ist nur mit deiner Kraft, da? Und deinem Mut. Es hilft dir nichts mehr, dass du furchtlos bist. Es hilft dir von nun an nichts. Reicht's. Ich will von euch nichts mehr wissen. Du kommst mir bekannt vor, mein Lieber. Lern zu und iss was. Dein Magen brummt, dass es mir in den Ohren dröhnt. Und von deinem Durst vertrocknet ein alter Baum. Den Braten kenne ich. Er riecht faul. Aber darauf falle ich nicht mehr rein. So. Ferkel, mein Gefährte. Ich verkriech mich hinterm Ofen und komm nie wieder vor. Auch nicht, wenn die Goldstücke vom Fenster nur so rumkullern. Sogar aus zwei Säcken. Oder aus drei. Dich habe ich schon irgendwo gesehen, mein Freund. Aber wo? Sag mir, wo es war. Ach, was ist auch egal. Wo heute so ein wundervoller Tag ist, sei wer du willst. Komm, greif zu. Thank you.
du dich? Auch hier haben wir uns getroffen. Auch hier? Und hier? Die alte Frau warst du auch. Mhm. Im Grunde hast du mich immer geleitet. Und nur mit deiner Hilfe. Und ich mit deiner Hilfe. Also, das ist sie. Wirklich ein hübsches Mädchen. Ich habe schon viel gehört von Ihnen. Andra spricht sehr oft von seinem Vater. Na, was ist, mein furchtloser Andra? Weißt du nun, was man fühlt, wenn man Angst hat? Also habe ich dich nicht umsonst zur Probe in die Welt geschickt. Liebe und ein tapferes Herz sind mehr wert als Ruhm und Geld. Wem das Herz auf dem rechten Fleck schlägt und wer nur einmal erkannt hat, was Liebe ist, der bekommt als Mitgift auch ein hübsches Päckchen voll Angst. So war es auf der Welt, seit die Menschen leben. Und so bleibt es sicher auch. Ist das wahr mit der Angst? Natürlich ist es wahr. Und ich will dir auch sagen, warum. Ich habe Angst gehabt um dich, mein Röschen. Ich habe Angst gehabt um dich. Und ich um dich. Und ich um dich. Und ich um dich.